Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Mini-Impuls-Podcast. Mein Autorenname ist Marinja und heute möchte ich das Thema kurz ansprechen, warum es ein Segen ist, wenn du begreifst in dir, dass lieblose Dinge, Menschen und Situationen nicht mehr in deinem Leben erwünscht sind. Ich persönlich kann sagen, dass ich früher keine Grenze dazu hatte, dass in meinem Leben Menschen, die mich nicht wertvoll behandeln, nicht da sein dürfen, sondern ich hatte das Gefühl, dass ich es quasi mit mir machen lassen muss, dass ich Menschen in meinem Leben habe, die mich wertlos behandeln und die mich nicht wertschätzen und die nicht wertschätzend über mich sprechen. Genauso war es mit bestimmten anderen Sachen, dass ich immer das Gefühl hatte, dass ich das akzeptieren muss und dass ich das in meinem Leben haben muss und dass ich keine Chance habe, das irgendwie abzugrenzen. Und im Laufe der letzten Jahre habe ich immer mehr Grenzen, Gott sei Dank, entwickeln dürfen durch die ganzen Therapien, die ich gemacht habe und durch den Weg, den ich gegangen bin, und habe in mir drinnen immer mehr verstehen dürfen, dass ich das Recht habe, Menschen um mich zu haben, die mich wertschätzen, die mich liebevoll behandeln, die mich gut behandeln, die mich lieben und die mich auch dementsprechend behandeln. Und vorgestern saß ich da und ich habe irgendwie spüren können, dass es so ein Segen ist, dass ich endlich schon ganz oft das Gefühl fühlen darf, dass meine Grenze dementsprechend aufgebaut ist. Also, dass ich wirklich fühlen kann, dass ich so etwas nicht mehr in meinem Leben dulde, brauche und dass ich die Kraft in mir habe, dass ich mich endlich abgrenzen kann. Und wenn du auch aus so einem Bewusstsein kommst, wo das für dich so unmöglich scheint, dass du das darfst und dass du diese Grenze haben darfst und dass es total in Ordnung ist und sogar gesund ist, diese Grenze aufzubauen und zu haben, dann kannst du vielleicht nachvollziehen, erstens, wie viel Kraft es benötigt, um an so einen Punkt zu kommen, wo man spüren kann, ich habe das Recht, liebevoll behandelt zu werden und von Menschen umgeben zu sein, die mich wertschätzen, die mich liebevoll behandeln und die mich gerne in ihrem Leben haben. Und das andere ist einfach das fühlen zu können, diese Grenze fühlen zu können, dass man es nicht mehr duldet. Und selbst wenn so jemand kommen würde, man quasi die Kraft hat, sich wirklich abzugrenzen und zu sagen, ich lasse das nicht mehr zu. Und ich bin da so unfassbar dankbar, dass ich das endlich spüren und fühlen kann und dass sich das immer mehr stärkt und kräftigt in mir drinnen, weil das einfach ja so eine Freiheit bedeutet, dass man endlich entscheiden kann, wer im eigenen Leben sein darf und wer nicht. Und ich weiß selbst, was das für ein langer Weg ist und dass das ein sehr harter und anstrengender Weg ist, da hinzukommen und sich aus dieser Abhängigkeit zu befreien und aus dem Gefühl, dass man, wenn man diese Menschen nicht mehr zulässt, man auch ja, stirbt oder Todesängste hat. Und was das für ein unendlich langer Weg ist, zu begreifen, dass man nicht stirbt und dass man das Recht hat, dass man Menschen um sich hat, die einem gut und liebevoll und wertschätzend behandeln und dass alles andere nicht mehr einen Platz im eigenen Leben und im eigenen Innenleben hat und haben darf. Das ist einfach ein Riesengeschenk und das wollte ich heute einfach mal so mit dir teilen, dass mich das vorgestern ja irgendwie so berührt hat und gefreut hat, dass ich das in mir drinnen nach 9 Jahren schon immer wieder wahrnehmen kann, dass ich das Recht habe und dass ich immer mehr die Kraft entwickle, mich dementsprechend da innerlich abzugrenzen und auch äußerlich dementsprechend handeln zu können. Und eben alles, ja, abzugrenzen, was eben nichts mit gesunden Beziehungen zu tun hat. Und ja, ich danke dir fürs Zuhören und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Alles Liebe und bis bald.